So, und mit der... Oh, ein neuer Ring. Und mit der Reise zurück melden wir uns zurück. Bin ich nicht gut im Übergang? Nicht wirklich. Genau. Letztes Mal wieder durch die Welt gerannt. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht vorwärts. Aber auf der anderen Seite heißt das ja auch, dass storytechnisch irgendwas viel geredet wird. Was zur Hölle ist hier passiert? Ah. Da liegt direkt das Item. Ich traue dem nicht. Das ist wieder der Blink-Dieb vom ersten Teil. Jetzt dazwischen kommt das weggeschnappt. Eins. Ich krieg es. Das ist es. Ring der Harmonie. Harmonie, Harmonie, Harmonie. Ring der Harmonie. Gesamtschaden, ja, Schadensregen einfach 7%. Ist doch drin. Im ersten Teil war der 13% Nahkampfschaden und 13% Fernkampfschaden. Oder? Nah- und Fernkampf harmoniert ist. Hier ist er einfach nur Schadenpunkt. Ist das schwarz oder ist das schlechtes Licht mit Silber? Ja. Ring der Harmonie, Ring. Die Handwerker, die diese Ringe gefertigt haben, wussten, dass der gleiche, dass das Gleichgewicht mehr als ein spirituelles Konzept war. Er ist eine physische Kraft, die Jeschas Baum, Bäumen und Felsen innewohnt. Ja, ich werde Jescha sagen, immer. Weil wir deutsch sind. Vielleicht kommt es daher, AE ist ja Äh für uns. Denn Jescha hält selbst das Gleichgewicht. Wenn eine Sache zunimmt, schwindet eine andere. Jemand, der die Verbindung zwischen zwei beliebigen Dingen erfährt, kann somit beide ändern. Gesamtschaden. Ich frage, ob das auch Modschaden beinhaltet. Damals war es halt nicht Modschaden. Okay, das haben, dann haben wir schon mal das Item gefunden. Das ist da. Was ist denn? Leid. Na gut, komm. Kann man doch wahrscheinlich hochgehen, oder? Na komm. Wenn ihr einmal groß im Kreis laufen, wahrscheinlich. Wie seltsam. Einmal groß im Kreis laufen. Und das Gebiet einmal so. Schauen wir, was dabei rauskommt. Oder rumkommt. Neu. Okay. Jetzt wieder, würde ich das einfach hochrüsten. Komm, wir laufen mal hoch. Nicht, dass oben der Skillpunkt liegt oder sowas. Oder ist der Wind, damit ich runterhüpfen kann, ohne zu sterben? Will ich das ausprobieren? Hm. Weißt du was? Ich probiere das jetzt aus, weil dann bin ich halt unten am Dings wieder. Nee, geht nicht. Ich überlebe so lange, stimmt ja. Ja komm, man kann sowas mal experimentell ausprobieren, ne? Nicht, dass das geht, man es nie testet und dadurch verpasst man auch was Wichtiges am Ende. In anderen Spielen haben Windzüge solchen Effekt, also testen. Die Glut. Ach, die Kartenhinweise sind toll. Und da ist auch noch eine Kiste. Die haben wir geöffnet vorhin, oder? Ja, sonst würde sie auf der Karte sein. Und sie war doch nicht. Fuck you. Doof. Reliktfragment. Schon wieder. Ich weiß nicht, wofür die sind. Wir sind am Eingang, lass uns unseren Wiederbelebungs-Cooldown resetten. Und alles andere. Wüsste, es ginge schneller. Wobei die Gegner müssen halt respawnen und es ist gut, dass es offscreen ist. Ne? Wir haben. Nee. Was haben wir gefunden? Ölbalsam. Halt den Leinsäulen Saat Fäulnis. Siehst du, so schnell kann man es loswerden. Hier. Ölbalsam heilend. Eine zäh und süß riechende Salbe für das Fell. Okay. Geruch hat eine
erdige Note. Ihr Hauptbestandteile wurden frisch vom Boden des Dschungels gepflückt. Zumindest waren sie zu einem bestimmten Zeitpunkt einmal frisch. Die Erinnerung an die Seuche hat bis zum heutigen Tag überdauert. Ein Paar muss sein Fell während des Krieges stets sauber und ordentlich gekürzt halten, denn wenn Blut in Strömen fließt und Wunden unter jedem Gewand eitern, ist ein sauberer Paar so unbefleckt wie eine von vielen. Okay. Also, die Eintracht. Ja, ja. Und die Paare sind ja sehr fällig. Bleiben wir die Gegner. Ihr sollt doch respawnen. Soll ein Gewehr darstellen. Ah, okay. By the way, wir sind mal so richtig frech. Das ist unser EP-Bonus. Ah, indem ich mehr habe, als man haben könnte. Hust, hust, hust. Oh nein, er cheatet. Ich habe doch schon immer gecheatet in meinem Let's Play. So. Nicht wirklich. Nur manchmal. Natürlich bist du das, wer auch sonst. So, wo waren wir? Ah ja, cheaten. Nein. Also wenn ein Spiel sich irgendwas daran grindy ist, dann cheate ich das dagegen. Wenn ich jetzt 100 Mal im Kreis laufen würde, um EP zu sammeln, dann würde ich mir EP in dem Fall einfach erschummeln, damit ich nicht 100 Mal im Kreis laufen muss. So, um es mal so zu nennen. Naja. Wenn ich das irgendwann noch ausnutzen hier, weiß ich nicht. Wenn es irgendwann grindy wird, dann vielleicht ja. Ich denke nicht, dass es so ist. Bon. Mhm. Ich führe die Leiter hin. Okay. Müssen es so viele auf einem Haufen hier sein? Los, mal. Wow. Hilf mir nicht. Oh, come on. Ist das gegen alles immun oder was soll das? Kriegt keinen Nahkampfschaden, ist immun gegen den Stun. Ja gut.
Schöne Mechanik. Super spaßig. Da kommt ihr wieder. Okay, was war das jetzt? Zu mir gelernt. Einschätzende Präsenz. Ne, ein schüchterner Nachwirkung. Deiner Dampf. Eine, okay, Fähigkeiten teilen. Gegner im Kreis 15. Wie häufige Fähigkeit. Das heißt, meine Fähigkeit. Ach, die Fähigkeit. Aha. 10% weniger oder sowas. 10 Sekunden. Halte ich jetzt nicht für so besonders, aber okay. Eine Fresse. Ja. Echt ungeeignet, einen Nahkämpfer zu spielen. Na, ich warte auf den Lied, der wiederkommt. Vielleicht kommt er auch nicht diesmal. Ist noch gegen jede Wand werfen, ob da ein Geheimgang ist. Okay, komm halt. Jetzt noch Ruhe? Eine Fresse. Oh, er kommt. Oh nein. Wieso haben die Granatwerfer? Oh, verdammt. Das war übel. Naja, schön war es nicht, aber es gab schon Schlimmeres.
Hey, das Ende des Raumes ist. Mal gucken. Nicht übersehen. Okay. Okay. Kann ja sein. Welche Wände sehen verdächtig aus? Bitches. Come on. Eine noch. Was soll denn das? Meine Fresse. Pfeifen gehört? Nee. Hintergrundsound, I guess. Scheiße. Immun gegen allen Schaden. Am Ende ist er durch seine eigene Granate gestorben. Das ist ihre einzige Schwäche? Den ihre eigenen Granaten dann locken oder was war das? Ist auch toll, wenn er nicht kommt. So, oder langsam ist. Safe Point.
Tür. Ich weiß, ob es benutzbare Türen sind oder nicht. Sie ist anwählbar. Auf der anderen Seite geschlossen. Gut. Na, nicht, dass man bei sowas klettern kann auf einmal. Wer weiß, wer weiß. Noch ein Item. Wait. Komm, safe, damit es wirklich safe ist. Das ist sozusagen das Gewölbe-Item. Ist das Item? Da ist Endlosschleife. Quest ab. Quest abgeschlossen? Das ist ein Regen, ja. Auf einem Sprint von 2 Sekunden erhält der Träger mit der Herstellung der Gesundheit pro Sekunde. What? No way. Das ist ja der ultimative Regen, wenn er außerhalb des Kampfes funktioniert. Immer wieder nur ein Stück zurückrennen für. Okay. Vielleicht steht da noch was zu. Wie heißt das? Endeiris? Endlosschleife. Regen. Der Legende nach fertigen Endeiren diesen Ring, um die Rennen im Labyrinthgarten der Kaiserin zu gewinnen. Der Träger wird niemals müde und so wurde das Lösen des Labyrinths ihrer Ewigkeit zu einer reinen Frage der Geduld. Viele haben auf den verschlungenen Faden verirrt. Haben sich auf den verschlungenen Faden verirrt. Diejenigen, die ihren Weg wiederher gefunden haben und diejenigen, die nie aufgehört haben, zu laufen. Aber wie einen Pfad finden oder einfach endlos laufen. Das stimmt schon. Hat einen Sprint von 2 Sekunden. Man sprintet ja unendlich im hier. Das ist eine Reflexion, ich denke mal. Und ja, hoch. Luft holen, ganz tief. Sei nicht zu viel, bitte sei nicht zu viel. Ach du Scheiße. Na gut, manche Seiten sind kurz. Okay, na dann. 13. Tag von Kolkash. 5. Jahrzeit des Lichts. Den Namen, glaube ich, haben wir gelesen mittlerweile irgendwo. Ich hatte Erfolg. Ich habe Tage damit verbracht, die Aufzeichnungen des Librariums zu durchsuchen. Bis zu 70 Generationen zurück. Sie bestätigen die Echtheit der Karte. Der Tempel wurde von Ezelket Raman, dem Stammvater des berühmten Raman-Vermögens, erbaut. Wenn der Schatz überhaupt existiert, bin ich sicher, dass er da ist. Vielleicht ist der Ring der Schatz. Ich habe so lange gebraucht, um diesen... Ja. Scheiß Fahrzeug. Ich habe so lange gebraucht, um diesen Punkt zu erreichen. Vielleicht bin ich bei meiner Recherche zu vorsichtig, aber ich muss sicher sein bei den Risiken, die ich eingehen werde. Also muss ich die Karte heimlich kopieren. Niemand kann wissen, was ich vorhabe. Und der Kurator beobachtet alles. 15 Kolkash. Ist das ein Datum? 13. Tag von Kolkash. Vielleicht ist das 15. Tag von Kolkash. Interessant. Der Kurator macht wenig Schwierigkeiten, als ich zuerst befürchtet hatte. Es hat sich herausgestellt, dass er sich schnell anfreundet und ein Fable für kristallengewürzten Pflaumen hat. Also wird er heute Abend gut zu essen, während ich lerne. Kolkash. Das Labyrinthkarte wahrscheinlich. Ich bin hier. Der Rahmentempel besteht aus 2 Flügeln. Für einen davon brauche ich ein zweites Paar Hände zur Erkundung. Auch eine vertrauenswürdige Person. Eine Person, die der Wert dessen, was ich suche, nicht erkennen kann. Also kommt niemand aus dem Adel in Frage. Beide Flügel des Tempels bestehen aus mehreren raffiniert gebauten Kammern, deren Wände mit Schiebegewichten versehen sind. Ich habe einen Kodex gefunden, der den Mechanismus des Gewichts beschreibt, aber ich verstehe? Ist der Text hier anders? Die Bilder auch nochmal besser. Ich verstehe, es ist verunsichert.
Aber ich verstehe ihren Sinn doch immer nicht vollständig. Vielleicht ist es eine Art Sicherheitsmaßnahme. Ich muss vorsichtig sein. Das ist noch ein Grund, um eine Hilfskraft mitzubringen. Hat jemand wahrscheinlich nur übersetzt und ich gucke, ob Platz überhaupt reicht, wa? Na gut. 21 Jinaum, 5 des Lichts. Neuer Monat? Oh, nach vielen zehntägigen Vorbereitungen sind wir bereits zu gehen. Ich habe Moso angeworben, damit er mir hilft, obwohl er keine vollständige Aufklärung über das Ziel unserer Expedition erhalten hat. Ich glaube, ich suche Relikte für akademische Studien. Er hat keine Ahnung vom Wert des Raman-Vermögens und nimmst du bereitwillig einen Hungerlohn als Honorar an. Ich kann Mose vertrauen. Der Ghoul dient meinem Stamm seit einer Generation. Er ist schwachsinnig, aber stark. Nützlich, um Proviant zu tragen und sich vor den Gefahren des Dschungels zu schützen. Er macht auch einen ausgezeichneten Schattenblatt-Tee. So. Wir brechen bei Tagesanbruch auf und müssen bis weit in die Nacht nächste Saison reisen. Trotzdem bin ich zu ängstlich, um mich auszuruhen. Was vor uns liegt, ist zu aufregend. Dritter et Helbus. Immer noch 5 des Lichts. Ich hatte bisher keine Zeit, unsere Reise zu dokumentieren. Der Dschungel ist gefährlicher, als ich dachte. Ich dachte, die Vrin seien mit den Pan verwandt, aber sie schützen ihr Territorium erbittert. Vielleicht hätte ich den Dschungel genauso gut erforschen sollen wie den Tempel selbst. Mose hat sich stets bewährt. Ich sollte am Ende erwägen, sein Gehalt zu erhöhen. Ein Tag, erster Tag der Landung, 6. Jahrzehnt des Lichts. Eine neue Jahreszeit bricht an. Mose und ich feiern, aber es ist seltsam, den Stamm in dieser Zeit so fern zu sein. Zumindest Mosos Fee ist eine schöne Erinnerung an zu Hause. Wir sind unserem Ziel nahe, nur wenige Tage entfernt. Siebter Tag der Landung. Ich habe mir etwas durch die Kälte eingefangen. Leide einen ganzen Tag an Fieber und Schüttelfrost. Das macht das Reisen schwierig. Aber wir sind angekommen. Mit dem Wissen, das ich aus dem Librarium erhielt, konnte ich die Geheimtür und den Mechanismus zum Öffnen finden. Allerdings wage ich mich an meiner aktuellen Verfassung nicht in den Tempel. Ich habe Mosu gebeten, ein Feuer zu machen, damit wir uns ausruhen können. Aber wir versuchen, die Verteidigungen des Tempels zu durchbrechen. Morgen entdecken wir Geschichte. 8. Tag der Landung. Dieser verräterische Ghoul. Als ich heute Morgen aufwachte, war Moser verschwunden, zusammen mit den meisten meiner Notizen. Zweifellos denkt er daran, mich meiner Beute zu berauben, indem er vor mir in den Tempel schleicht. Aber meine Notizen sind nicht leicht zu entziffern und er hat die wichtigsten zurückgelassen, dieser Narr. Ohne meine Gedanken ihn an den Geheimnissen des Tempels vorbeizuführen, ist Moses Schicksal. Achso. Leider verschlechterte sich mein Zustand. So müde, so kalt. Ich habe noch nie so eine Krankheit verspürt. Es sei denn, könnte Mose mich vergiftet haben? Nein. Er ist nicht so schlau oder tückisch. Unmöglich. Ich werde mich ausruhen, dann werde ich ihn auf eine andere Art und Weise drin finden. 9. Tag der Landung. Flucht, es war der Kurator. Ich habe Beweise für Korrespondenz in der Lagerfeuerasche gefunden. Mose hat eine Abmachung mit ihm getroffen. Verdammt, ich muss mich ausruhen. Ich kann ihn nicht gewinnen lassen. Bist du das? Oder ist das hier dein Kumpel, den du erschlagen hast oder sowas? Und es hieß, es gäbe Rätsel, die ihr nur zu zweit lösen könnt. Also wenn ihr nicht warpt. Wow. Wenn ihr nicht warpt, ist zu lösen, dann okay. Ich meine, wenn ihr vorne eine Tür gehabt, nur von einer Seite auf. Also ich wusste, es muss irgendein Geheimgang gehen hier. Lass mich da reinkommen. So ist. Entweder schaffe ich's oder ich stecke für immer fest. Jetzt öffne eine Tür. Vielleicht verlaufe ich mich nicht. Ja, ich denke auch.
ist was zum Schießen. Okay. Das würde mich halt rumführen direkt. Ich frage mich, ob denn auch noch Schalter sind. Wahrscheinlich, ne? Geh mal dahin. Geht da drüben? Gehen wir es einfach. Im Notfall muss ich halt mich umbringen. Oh, halt eins. Da war eins. Hier sind zwei. Das ist eine Reihenfolge von leuchtenden Kristall. Warum leuchtest du? Oder haben die Symbole eine andere Bedeutung? Da leuchten zwei, da leuchten auch zwei. Ich sehe da keinen Unterschied. Einfach offensichtliche Kiste. Es könnte eine Falle sein, aber bisher sind ja, die paar Male überall. Oh. Platten gewesen. Okay, jetzt geht nur zurück. Hey, es ging mal. Oh, hallo. Boah, hab ich doch nicht. Hab mir gedacht. Okay, so rätselhaft ist es ist jetzt nicht mehr so. Versuch's halt, bis es klappt. Da war mir da gab's nur den einen? Na, möglich. Zurück? Okay. Ja gut, ist jetzt nicht so schlimm. Okay. Jetzt den Tod hingenommen, weil ich wusste, ich werde wiederbelebt, von daher. Ich sollte mich öfter mal heilen einfach. Aber wenn ich das richtig sehe. Vampirklinge. Erhöhten Nahkampfschaden um 10, wenn eine Versehen mit einem Blutend Identity. Level 10. Nahkampfverwirk im Blutzeug. Level 10? Muss ich Level 10 sein? Oder kann das Ding aufleveln? Hätte ich mal raus einen Kurs? Hätte ich irgendwo einzeln anschauen? Ach, schau. Verdorbenes Luminenkristall? Verdorbener, wait. Normalen kenne ich. Haben wir das gelesen in dem? Ne, das haben wir glaube ich noch nicht gelesen, aber. Hier komm, bevor jetzt was alles. Irgendjemand hier ankriecht, mich überrascht. Ist es nicht. Kann man sich doch auch hier einbauen, theoretisch, oder nicht? Okay, weil es vielleicht nur für Nahkampfwaffen da ist, der Mod. Dann. Vampirklinge. Erhöht Nahkampfstand um 10, wenn innerhalb von 10 Metern ein blutendes Identität, ein Gegner halt ist. Wir haben kein Bluten bisher. Gut. 10 Nahkampfwaffe gegen blutende Ziele verwenden 3% Lebensraub des Verursachung Basisschadens an. Ja, wir können es ausrüsten. Vielleicht blutet zufällig irgendwas neben uns mal. Wir können doch diese Granate kaufen, die Bluten verursacht.
Zum Beispiel. Egal. Ein Eigenschaftspunkt. Lass doch. Okay. Immer Gesundheit mitnehmen oder mehr davon? Das gefällt mir mit der Abklingzeit. Bin gerne bereit in mein Skill, mein Stampfer. Und er schwächt Gegner um mich herum, also ist es doppelt gut. Mod, ja gut. Mod, glaube ich, baut sich auch so schnell auf. Das sind eh so wenig Prozent. Wo rein? Achso, kurz drücken. Ich bin noch von Far Cry, dem vorherigen Spiel, gewohnt, Tasten zu halten. Okay. Darfst du nicht hier lesen, haben sie Lumienkristall. Das sieht geil aus, so in HD. Im Gegensatz zum ersten Teil. Lumienkristall, Material. Es glimmert mit einer Wärme, wodurch es trotz der Dunkelheit und Gefahr, die es umringt, das Licht anzieht. Seine Seltenheit treibt dabei den Wert weiter nach oben, es sei, was es bei den Überlebenden im Kampf gegen die Saat zu einem begehrtem Stück macht. Der Satzbau ist auch sehr böse hier, oder? Also ich verstehe ihn schon, aber es ist eine Wärme, wodurch er trotz der Dunkelheit und Gefahr, die es umringt, das Licht anzieht. Naja. Zieht an trotz Dunkelheit. Egal. In der Zeit, bevor die Saat einfiel, konnte man Adern dieses Materials an Weltenstein vorfinden. Unter der Führung von Commander Neville haben wir es unermüdlich bis zum letzten Krümel abgekratzt, entschlossen, sein Potenzial zu entfachen und seine Anwendung zu entdecken. Neville war, glaube ich, einer der Schläferforscher, Träumerforscher, also Weltenreisen-Erschaffer. Verdorbener Luminatkristall. Das ist neu für mich. Material. Verdorbenes Luminat besitzt einen finsteren roten Farbton und seine Leuchtkraft wird von einem unbekannten Kraft beeinflusst. Das unheilvolle Erscheinungsbild macht täuschen, denn es ist ein begehrtes Material, für das extrem gefährliche Gegner besiegt werden müssen. Okay, wenn du sagst. Ich kenne mich mit Luminat ganz gut aus, aber diese korrumpierte Art ist mir neu. Dessen Existenz ist besorgniserregend und könnte Probleme bedeuten. Ja, wer weiß. Ich kenne die Bedeutung gar nicht jetzt. Gut. Hier waren wir, da war der Boss oder was auch immer, den wir angelockt haben. Vorwärts oder zurück? Er kommt her. Ist the what was? Dann geht's wahrscheinlich auch wieder nur da zurück, oder? Er kommt. Sicherheit ist aber. Sicherheit ist das falsche Wort, aber. Noch weiter so raus. Also ich weiß, hier ist die Tür. Wie viel gibt es denn hier noch? Finde ich gut, die Richtung. Scheinbar bin ich jetzt am Ende angekommen. Noch ein Item. Okay, das ist das dritte Item in einem Dungeon. Ja. Nahkampfwaffe. Axt der Krill. Ja, na gut. Ja, dann vielleicht hier noch weiter. Ne? Ich bin im Kampf. Ja, ich bin im Kampf. Viel passieren, wenn er sich da mal hinter verkriecht. Ich kann damit leben.
Ah, Saatfäulnis verringert Ausdauer jetzt. Cool. Neuer Effekt. Gib mal einen Husten. Oh. Scheinbar hält es auch die Kosten. Aua. Jo, Mann. Sieht böse aus. Oh, das schädigt? Nein. Weg. Ja, mal sehen. Nicht, okay. Ja, ich muss bloß ganz raus. Na gut. Wieso bin ich nie noch im Kampf oder ist es einfach nur, weil ich den Debuff habe? Oh, dort war die Waffe. Aber Waffe. Muss ich mal ausrüsten. Mal ausprobieren, gucken, wie sich das spielt. Wow, wow, wow. Eine Sonderwaffe. Fuck. Durch weniger Schaden, ist aber erstmal klar. Axt, der Krellmarker. Einfach mal so machen. Natürlich schneller schlagen. Ne? Nein. Wow. Eine Fernkampf-Axt. Ist das Ausdauer, ja? Oder? Bin ich sicher. Wobei, vielleicht ist es einfach generell besser. Axt der Krähenlackerwaffe. Diese Axt wurde von Kreaturen geschmiedet, die körperlich kleiner sind als die A. Aber das hat keine Auswirkung. Ist ja gut. Keine Auswirkung auf ihre Effektivität. Und sie kann mit den mächtigsten Waffen von Yesha mithalten. Einige Paaren sind der Ansicht, dass die Krähen skurril aussehen. Jedoch verfügt diesem Axeltech über große Fähigkeit im Kampf. Das heißt, sie hätten in ihrer Welt gegen viele Gegner gekämpft, inklusive einer riesigen Zyklopen und dem Zerstörer höchstpersönlich. Kann erfüllt von Elektromagie der Krell geworfen werden, wenn der Träger Ausdauer hat. Ja. Das kehrt auf magische Weise Zahn zurück. Schneide der Krell aufladen. Aufladen, um die Axt zur Krell zu werfen, die beim Treffer überladen verursacht, dass alle 5 Sekunden über einen Zeitraum von 10 Sekunden 50 Elektroschaden verursacht. Würdest du noch hören, entfernt einfach noch. Okay. Überladen ist also anders. Überladen ist ein Dot geworden. Nur warst du. Im ersten Teil hast du die. Ein Dot, also ein Debuff gestackt, der aber noch nichts gemacht hat, außer auf 5 und dann ist er explodiert. Naja. Ein Weg, das ist immer gut. Nochmal nur ein. What the frick? Ring des Stummens. Ah. Ich hab das Gefühl, der gibt mir Elektroschaden oder ähnliches. Ich will einfach nur hier ankommen wieder, damit ich weiß, ich bin durch. Wenn Elementarschaden erlitten wurde, dann werden die der Gesamtschaden um 10% und der Widerstand gegen erlittenen Element um 20% dauert 20 Sekunden. Okay. Dieser Ring stammt aus der Zeit vor den
Landung der Pan an Yeshas Küste. Repräsentiert die Elemente, die Pan auf ihrer Reise über das dunkle Meer überwinden mussten. Lebensspendend, aber gleichzeitig tödlich. Das Gleichgewicht ist Leben. Genau. Das Gleichgewicht ist Leben. Die Starken ersetzen die Schwachen. Die Achtsamen die Narren. Mit dem Zug wird Yesha zu etwas Neuem. Stark und unreduzierbar, doch immer genauso wie am Anfang. Wenn ich Elementarschaden bekomme, werde ich stärker. Ich frage mich, ob der normale Angreifen auch hin und wieder mal Schock auslöst. Keine Wahl, ne? Komm hier rein. Noch so ein Ding. Das ist nicht gut. The fuck, the fuck, the fuck, the fuck, the fuck. What the? Was hat mich. Was hat mir. Ist das eine Falle? Das führt mich nicht hierhin. Oh, come on. Glaube ich, nochmal komplett sämtliche Wände ablaufen, um zu gucken, dass ich auf die andere Seite komme. Ist ja gut. Meine Fresse. Natürlich bin ich im Kampf, angeblich. Komm, ah, da ist irgendein random Gegner da hinten irgendwo. Lauf ja so zurück. Wollte ja eh die Wand checken. Oh nein, das ist ja alles respawned. Scheiße. Lass mich aus dem Kampf kommen, das reicht schon. Mein Gott. Oh fuck. Hör auf, hör auf, hör auf, ach komm. Eine Fresse. Ich weiß, ich könnte ihn vorhin jetzt wegmachen, aber ich akzeptiere das hier einfach nicht. Bullshit. Und noch mehr Bullshit. Ha ha!
Ich will hier nicht mehr sein. Ich glaube, ich sollte einfach sterben, ganz ehrlich. Verdammter Scheiß! Nehmen den nicht hin als mein mein Verschulden, weil der verbackte Gegner hier mich aus dem Kampf im Kampf gehalten hat. Bin ich immer noch im Kampf? Ja. Come on. Motherfucker. Weg wieder raus. Okay. Bin trotzdem noch im Kampf. Was soll denn das? Fuck you. So eine Scheiße. Endlich. Mother. Ja. Okay. Hier bin ich nicht. Sie sind wir nicht hingekommen. Das hat damit nichts zu tun gehabt. Müsste die komplette Welt ablaufen hier. In Hoffnung, dann noch Eingang zu finden, aber. Thank you.
Gut. Entdeckt. Eine Tür, mit der ich nicht reinkomme. Also, fuck it. Gehen wir zurück zum Safe. Ich habe die ganze Folge nur in diesem Bunker verbracht. So eine Scheiße. So. Dann nehmen wir die große Wache, was soll's. Dieser Ort ist echt seltsam. Das sieht nicht gut aus. Wie weit wird man verfolgt? AKA. Wann kann ich mich porten? Im Kampf. Was kommt her, wenn ihr im Kampf seid? Denkt mir auch gerade ein. So ein Scheiß. Das ist richtig. Der verdrehte Grundteil. Ja, das ist doch, glaube ich, angekommen und sofort abgehauen. Oh ne, das ist ja noch ein Ding. Das ist noch ein Dungeon. Ach, Scheiße. Genau. Hauptweg. Aber nicht Richtung, sondern nur das ist der Hauptweg. Okay. Einmal Blick reinhaschen. Mein Problem ist, meine Uhr sagt mir, ich komme hier auf keinen Fall mehr durch. Also sage ich, fuck it, ich bin raus. Wenn wir, mal egal. So ist das halt.